Die Situation ist im Moment kurz vor dem Europacup ziemlich prekär. Erst eine Elfmeterschießen entscheidet in Klingenbach zugunsten Möglings. Kals, der bisher beste Klingenbacher Spieler, scheitert an Koch. Erst ein Elfer von Nawrowski besiegelt dann die 4:5 Niederlage des Regionalliga-Ost-Tabellenführers. Man muss sagen, ein glücklicher Sieg nach der Austria auch für Mödling. Es war eine großartige kämpferische Leistung von unserem Gegner. Trotzdem war nicht das Problem, unser Problem heute war nicht der Gegner, der aber wirklich sehr gut gespielt hat und das über 120 Minuten, sondern unser Problem besteht momentan in dem Torschießen und wir haben gegen einen Regionalliga-Ausgegner in 120 Minuten kein Tor zusammengebracht und da müssen wir sehr viel arbeiten in dieser Richtung. Im Moment läuft in dieser Richtung überhaupt nichts. Johann Dianich, fühlen Sie sich als unglücklicher Verlierer in diesem Cup-Match? Ja, sicherlich. Wir haben unser Bestes gegeben. Wenn wir mit Elfmeterschießen, kommt es natürlich auf das Glück an und das hatten wir nicht heute.